So, und jetzt kommt YouTube Bam Killer Party und heute ein neues Projekt und zwar Garry's Mod. Ja, was ist Garry's Mod? Es ist ein Sandbox-Spiel aus der Engine oder mit der Engine von Half-Life und Counter-Strike. Kostet 10 Euro und man braucht auch ein Spiel davon, also Half-Life oder Counter-Strike, soweit ich weiß. Ich habe mir Counter-Strike noch geholt, weil ich eh noch kein Counter-Strike hatte. So, aber es reicht. Oder es wird sogar noch Brick Force gehen. Das Free-to-Play-Spiel. Ja, und was spielen wir heute? Wir spielen heute den Stargate-Mod. Ah, Stargate. Hört sich komisch an. Das Spiel heißt Garry's Mod. Das heißt so das Spiel. Garry's Mod 13, die Version, was wir hier heute spielen. Und zwar haben wir den Stargate-Mod. Ja, wie gesagt, Garry's Mod ist ein Sandbox-Spiel. Und so können wir richtig viele Sachen bauen. So Art Minecraft, aber halt wirklich mit realistischer Grafik. Und ohne dämliches Holzhacken. So, genau. Ja, hier ist ein Stargate. Und im ersten Part will ich euch ein bisschen was über den Mod zeigen. Beziehungsweise, wenn ihr euch da gut auskennt, bitte in die Kommentare schreiben. Denn ich bin ein absoluter Noob in dem Spiel. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, okay, ein paar Grundbegriffe, ein paar Grundzüge kann ich. Aber das Spiel ist so was von umfangreich. Das glaubt ihr gar nicht. Genau, irgendwie flackert das ein bisschen, ist egal. So, was wollte ich sagen, genau, in den ersten paar Folgen oder ersten ein, zwei Folgen werden wir uns mal ein bisschen den Mod hier anschauen, was es so alles gibt im Stargate-Mod. Und, ja, wie man ihn herunterladet, da mache ich, glaube ich, auch noch ein Video dazu. Also einfach mal in die Beschreibung beziehungsweise auf meinen Kanal schauen. Genau, und dann werden wir uns mal an eine kleine Basis ranmachen zu bauen und dann vielleicht auch mal eine Raumstation, so eine Mittelstation, wie in Stargate auch üblich ist, vielleicht mal bauen. Genau, okay, mit Q kann man unser Menü öffnen. So sieht es aus, es sind viele Sachen. So, hier kann man zum Beispiel einfach mal einen Tisch erscheinen lassen. Und mit diesem komischen Gewehr kann man ihn hochheben und mit der rechten Maustaste fixieren. So, und wieder runterheben natürlich. So, das ist normal, das sind die normalen Sachen, die im Mod dabei sind. Oder auch Fahrzeuge von Half-Life zum Beispiel. So. Wäre dabei. So, mit C kann man es wieder löschen. Genau. Gut, aber was uns natürlich interessiert, ist der Stargate-Reiter. Genau, und hier sind auch schon mal richtige Stargates. Extrem viele Stargates. Und wir haben natürlich hier auch schon eins stehen. So, hier ist die DHD. Hier kann man jetzt natürlich schon eine Adresse anwählen. Das kann ich jetzt auch mal machen. Also auf die Nummer zeigen und dann mit E auf E drücken. Zum Beispiel eben eine Adresse eingeben und es ist ganz schön laut. Und es gibt mehrere Möglichkeiten hier das Tor anzuwählen. Das erste ist eben hier. So. So, siebtes Chevron. 5, 6, 7 und. Ach ja, genau. Wir wählen hier gerade dann ein Pegasus Gate an, sprich von Atlantis. Also von der Serie Atlantis bekannt. Und das braucht natürlich 8 Chevrons. Deswegen noch ein P und die Raute. Jetzt. Wusch. Genau. Und der Strahl tötet wirklich. Das können wir sogar mal demonstrieren. NPCs, da erschaffen wir jetzt einfach aus. Ja, ich will jetzt doch Barney als Black Mesa bekannt. Hallo. So, und du wirst jetzt natürlich sterben. So, wenn man hier auf diesen runden Kreis mit auf E drückt, kann man auch die Schnellanwahl machen. Aber das schauen wir uns später nochmal an. Also nochmal, also S K Das P steht einfach für Pegasus und
Ja, und weg ist er. Gut, genau. Hier gehen wir noch nicht durch, weil das wäre nicht so ratsam. Also schalten wir es nochmal aus. Nochmal, wenn man auf E drückt, kann man, wie gesagt, hier haben wir dieses Feld mit allen Stargates. Es gibt nur noch bis jetzt ein Stargate. Ein zweites gibt es noch. So, jetzt kann man hier einfach Doppelklick machen. Und es würde wählen. Allerdings den langen Wahlvorgang, wie man ihn aus der Stargate-Serie, aus dem Stargate Center kennt. So, wenn man das nicht haben will, den Wahlvorgang kann man wieder abbrechen. Wie geht das? Genau, hier auf Stargate und dann auf E erscheint auch die Liste. Und dann einfach aufs Kreuz. Also man braucht nicht unbedingt ein DHD, man kann einfach hier E drücken und dann hier haben wir die Liste. Und dann jetzt einfach hier den Haken hinmachen und auf den Ordner klicken. Genau. Okay. Ja, lassen wir es einfach mal laufen. Natürlich gibt es auch mehrere Stargates. Also das ist das aus der Serie, aus SG-1. Dann gibt es natürlich das Stargate aus dem Film, aus dem ersten Film. Das sieht ein bisschen anders aus, aber man erkennt eigentlich fast keine Unterschiede. Dann natürlich gibt es das Atlantis Gate. Das sieht ein bisschen anders aus, oder es sieht einfach extrem geil aus, muss man sagen. Das gefällt mir am besten. Dann gibt es das Infinity Gate aus der Zeichentrickserie. Dann gibt es das Orlin Gate, das sich der eine Antiker selbst gebaut hat. Funktioniert auch wirklich. Dann gibt es das bekanntliche SG-1 Gate, das kennen wir schon. Dann gibt es das Tolana Gate, die haben sich das ja auch selbst gebaut. Das sieht auch richtig nice aus. Und dann gibt es noch das Universe Gate aus der neuesten Serie. Ja, und dann das Super Gate. Das Super Gate schauen wir uns jetzt einfach nicht an, weil es einfach riesig ist. Das können wir uns später mal anschauen. Genau, diese Gates gibt's. Dann gibt es natürlich auch verschiedene DHDs. Das erste wäre das normale DHD von Stargate Atlantis. So ist es. Hier. Das ist gleich wie hier drüben. Dann gibt es das Atlantis DHD. Das ist hier. Okay, und mir fällt gerade auf, wir dürfen das nicht dahin packen, weil sonst wird es zerstört. Genauso hier. So. Ups, aber nicht umfallen. So. Naja, mehr oder weniger. Genau. Dann, das hat kein DHD, soweit ich weiß. Also, es gibt hier keins. Dann das auch nicht. Das wird einfach so angewählt. Und das hat, glaube ich, auch keins. Nee, es gibt nur noch das Universe DHD. Das sieht so aus. Und dann gibt es noch spezielle DHDs, beziehungsweise Anwahlcomputer. Hier noch das aus Atlantis. Einfach dieser Tisch. Mit Iris-Knopf sogar. Da kommen wir später drauf. Und dann gibt es noch eins, aber da weiß ich allerdings. Ah doch, es gibt ein Infinity DHD. Hier, das Infinity DHD. Genau. Und zwar, das ist ein Konzept. Ich weiß nicht, von wo das stammt, das DHD. Es ist aber richtig geil. Das sagt mir ehrlich gesagt nichts. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das. Das habe ich noch nie gesehen, aber es sieht einfach mega geil aus. Ja, gut. Das wären die Stargate-Sachen, beziehungsweise das DHD. Gut, und jetzt wollen wir natürlich durch das Stargate, aber ich habe gesagt, das ist nicht so gut. Deswegen, was noch hinzugekommen ist, sind natürlich die. Ja, okay, oder machen wir erst die Ringe. Ja, machen wir erst die Ringe. So, es gibt auch die Ringe. Es gibt die Antike, die Goa'uld und die Ori-Ringe. Wir spawnen jetzt einfach in diesen. Goa'uld, den benennen wir ihn. Ja, eins, benennen wir ihn jetzt einfach mal zwei. Genau. Und dann brauchen wir natürlich noch, nehmen wir einfach das wird doch auch gehen. Und zwar, jetzt nehmen wir, glaube ich, mal Dial. Also wählen. Jetzt geht der Ring runter. Und wir kommen hierhin. Der war auch schon da.
Und wenn wir jetzt 2 drücken und Dial, kommen wir wieder rauf, wenn uns der den Namen 2 gehabt hat. Genau, das sind diese Ringtransporter. Kennt man eigentlich auch aus der Serie. Genau, so, warum kann man hier nicht jetzt einfach so durchgehen? Ja, können schon, aber es wäre gefährlich. So, deswegen, hier gibt es noch ein paar andere Sachen, die können wir uns aber später anschauen. Nehmen wir jetzt hier die Schiffe und nehmen wir den Paddeljumper. So. Machen hier zu. Und zu. Und steigen ein. Genau, das ist der Paddeljumper. Und da fliegen wir jetzt einfach mal hindurch. Das ist ein bisschen schwierig. Aber es hat geklappt. Und ja, es ist ein Skygate. Deswegen haben wir nicht da hinten, da unten. Oh, wow, wow, wow. Da unten sind wir nochmal. Diese Plattform und hier, das ist das Skygate. Genau. Ja, mit 1 kann man die Ansicht wechseln. Wir können uns natürlich auch. Ja, wir können auch natürlich das Triebwerk ausfahren. Dann sind wir wesentlich schneller. Wir können auch die Waffen ausfahren. Mit Q. Und wir können feuern. Genau. Und wir können natürlich den Schutzschild anschalten. Und wieder ausschalten. Und wir können uns natürlich auch tarnen. Ja, wir sehen uns jetzt natürlich, weil sonst können wir nicht fliegen. Genau. Ja. Und jetzt mit R, wenn wir R gedrückt halten, können wir wieder das Gate anwählen. Und jetzt habe ich das langsame Anwählen gedrückt. Naja, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Und hier gibt es ein paar Probleme wegen der Rampe. Aber dürfte eigentlich kein Problem sein. So, 8 Symbole bräuchten es. Ja, und jetzt noch eins. So, jetzt müssen wir natürlich die Triebwerke wieder einfahren. So, und boah, ja genau, das ist ein bisschen ein Problem. So, jetzt landen wir einfach mal wieder. Und steigen aus. Genau. So, wir nehmen jetzt schon 13 Minuten auf, aber es geht weiter. Ich teile das Video dann einfach. So, jetzt haben wir schon viele Sachen. Was ich natürlich euch jetzt auch noch zeigen will, sind die verschiedenen Rampen. Weil hier ist eine Rampe zum Beispiel, aber es gibt jede Menge Rampen. Da gehen wir jetzt am besten einfach mal mit dem No-Clip-Modus. Gehen wir denn hin? Ja, gehen wir einfach hier hin. Und wir nehmen jetzt diesen Reiter. Und dann Rampen, animierte Rampen. Da gibt es zum Beispiel die da. Ich glaube, diese Rampe ist aus Stargate. Huch. Aus Stargate Universe, glaube ich sogar. Da bin mir aber nicht sicher. Nee, ich glaube, das ist eine normale Atlantis. So. Okay, dann. Das da ist wohl die bekannteste Rampe. Das ist die aus dem Stargate Center. Da kommen wir später nochmal. So. Das ist das Stargate Universe, genau. Ja. Stargate Universe, okay. Die da glaube ich auch. Oder? Ich müsste eigentlich auch. Okay, jetzt war die gleiche. Nee. So, die da kenne ich ehrlich gesagt nicht. Das wird von irgendeinem Ur-Ult sein. Dann, ja, viele andere noch. Das ist auch eine. Okay, wir haben schon die das Limit erreicht. Okay, da gibt kein Problem, weil es gibt auch nicht animierte Rampen. Zum Beispiel die da, die kennen wir zum Beispiel aus der ersten Folge von Stargate Universe. So. Kennen wir die zum Beispiel? Ja, genau. Das ist die von Stargate Universe. So, was gibt's noch? Gibt's noch irgendeine besondere, die man nicht verpassen sollte? Das da, keine Ahnung, was das ist. Oh, das darf ich hier nicht zeigen. Das ist geheim. So, ja, die da noch. Das ist so ein. Ich glaube, die sind für diesen Gamma und für diesen Ausweich. Ne, das ist die normale. Oh, sorry, das ist die normale. Da war aber noch irgendwo eine. War das die da?
Genau, das ist die von den Ausweichstützpunkten, wie der Gamma, die Gamma-Seite, die Gamma-Seite, Gamma-Stützpunkt. Ja, und das da, keine Ahnung. Das sieht auch noch interessant aus. Sieht auch richtig interessant aus. Oder was auch noch richtig interessant aussieht, ist die da. Sieht auch richtig geil. Oh, da wird das Tolana Gate wahrscheinlich hinkören, da das so im Weiß gehalten ist. Schau mal, Tolana Gate wird hier perfekt passen. Genau, jetzt haben wir hier viele Rampen. Und jetzt kommen wir eben nochmal zu der Stargate Center Rampe. Einfach hier hinstellen in die Nähe von der Rampe und dann das Sternen aufs Sternentor klicken. Genau. Und natürlich gibt es hier. Da nehmen wir jetzt am besten nochmal so ein DHD, weil da der Knopf schon eingebaut ist. So. Dann gehen wir nochmal hier auf Iris und nehmen die Iris. Genau. Es gibt zwar auch einen Iris-Computer, aber es ist jetzt ein bisschen komplizierter. Und hier müsste man einfach nur draufdrücken. Dann wird die Iris schon zugehen. Oder ja, zu oder aufgehen. So, es gibt auch noch andere. Das ist vor allem, also die von Atlantis gibt es natürlich auch. Das wäre dann diese hier. Hups, 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 hups. Das wollte ich nicht. Natürlich, so. Huh. Okay. Wo macht denn das jetzt? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Glaube ich ein Bug. Ja, das ist ein Bug. Naja. Doch, hier macht das zum Beispiel. Hier sieht man jetzt das von Atlantis. Hier, das ist der Schild von Atlantis. Genau. Und ja, was wollte ich noch zeigen? Es gibt hier so viel zu zeigen. Natürlich eins der geilsten Sachen noch. Es gibt noch jede Menge Schiffe, habt ihr schon gesehen. Das Einzige, was noch nicht so gut ist, ist das Destiny Shuttle. Das hat irgendwie noch keinen richtigen Skin. Und dann gibt's noch, die Daedalus. Die Daedalus gibt's, aber die Größe passt irgendwie nicht ganz. Aber man kann auch nicht reingehen. Man kann sie nur fliegen. Hier, zum Beispiel. Huch. Genau. Das wäre die Daedalus. Waffen hat sie, glaube ich, auch. Nur ich weiß jetzt nicht, wie man sie abfeuert. Aber naja. Naja, da oben wäre die Daedalus. Dann gibt es natürlich, die können wir wieder löschen. So. Dann wäre natürlich noch die F302, glaube ich, heißt sie. So, das ist quasi das Flugzeug von von der Erde in Zusammenarbeit mit, ja, mit vielen Aliens, vor allem den Asgards. Ja, das wäre die. Dann hätte man noch, es ist ein. Ups, jetzt sind wir gestorben. Das wäre, glaube ich, ein Gua'uld Jäger. Ein Gategleiter. Und mit dem ist es verdammt schwer, durch so ein Tor zu fliegen. Okay, er macht Errors. Okay, ja, weil so viele Gates wahrscheinlich jetzt gerade offen sind. Dann machen wir das einfach mal. Und wählen das Skygate an. Genau. Mit dem ist es verdammt schwer, weil das ist so groß wie das Tor. Das ist verdammt schwer, hier mit dem durchzufliegen. Und wir haben den langen Wahlvergang. Und man kann es natürlich jetzt überschreiben, wenn wir jetzt mit diesem Tor hergehen und sagen, wir wollen den Spawn anwählen.
Okay, das geht gar nicht. Nehmen wir das da. Spawn. So. Und überschrieben. Eigentlich wollten wir jetzt mit dem das Skygate hier oben anwählen, aber weil wir hier schneller gewählt haben, haben wir es überschrieben. Und das ist halt das Comic Gate, deswegen sieht es so komisch aus. Genau. Und was passiert, wenn man in die Richtung geht? Ja, okay, jetzt schließt sich's. Aber man kann immer nur in eine Richtung gehen. War ja bei, habe ich ja bei Minecraft auch schon angesprochen. Also wenn man hier das anwählt, also wenn man hier jetzt hat wählt und man will das hier anwählen, kann man nur in diese Richtung gehen und nicht so durch dann da rauskommen. Geht nicht. So, wir wollten jetzt eigentlich das Skygate anwählen, aber natürlich mit dem schnellen Wahlvorgang. So, weil wir wollten hier durch. So, jetzt schauen wir, ob ich es schaffe. Ja, aber es ist verdammt knapp. So, hier müssen wir hin. Huch. Mapgrenze erreicht. Mapgrenze. Ach, ist doch egal. So, lassen wir es einfach mal fallen. Ja. Gut. Nicht zu viel bauen. Nicht zu viel Schmarrn machen. Was ist da hinten? Okay, jetzt sind ein paar Stargates. So, was machen wir jetzt noch? Ja, die anderen Fahrzeuge natürlich. Hier gibt es noch diesen Stuhl. Den Antikas-Stuhl. Aber hier kann man sich irgendwie nicht draufsetzen. Okay, geht nicht. Gibt es den dann als Waffe auch? Aber normalerweise. Naja, ist egal. Okay, dann gibt es natürlich den Paddeljumper und den Teltak. So, mit dem kann man dann natürlich auch fliegen. Und was man mit dem auch noch machen kann, ist hier sich wieder runter zu begeben durch den Ringtransporter. So, was noch gibt, ist der Todesgleiter, der Gua'uld, der ist wirklich genial. Vor allem, weil er richtig schnell ist. Der ist wirklich richtig schnell. Huch. Und man kann Sachen kaputt machen. Lol. Okay. Ja, man soll es nicht zu übertreiben. Aber es geht. So, wie man hier, wie man den fliegt, habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Also, kontrolliert fliegt. So, und dann gibt es noch den Race Leiter, der natürlich wie in der Serie Leute einsammeln kann. Wie geht das? Ich glaube mit C. Genau, mit C. Und natürlich auch wieder ausspucken kann. Das Einzige, was hier nicht ist, er passt nicht durchs Gate. Und in echt passt er ja eigentlich durchs Gate. Oder also in der Serie passt er durchs Gate. Hier nicht. So. Gut. So, was wird es noch geben? Natürlich die Waffen. Die Player-Waffen machen wir jetzt natürlich noch. Da spawnen wir jetzt einfach mal ein paar NPCs. Muss Brian als Black Mesa wieder hinhalten. Genau. Und als erstes, also als erstes noch natürlich die Arada-Waffe. Komm, stirb! Genau. Dann das Handmodul vom was war denn das? Ah ja, von den Gua'uld-Typen. Genau. Genau. Dann natürlich ein ganz normales Messer. Okay, naja. Will nicht sterben, dann machen wir es mit dem Uri-Staub. Okay, natürlich hier Uri-Staub. Dürft man auch kennen. Dann natürlich die SG-Waffe, die P90. Natürlich mit Zielfernrohr. So, und das ist wirklich geil.
Die Starwaffe vom T-Eik. Und dann die Reis Hand. Und er ist tot. Wir haben ihm das Leben ausgesaugt. Jetzt brauchen wir wieder NPCs. Wir haben alle umgebracht. Ja, da hat sich mein Spiel verabschiedet. Wo war mir dabei? Jetzt ist natürlich alles wieder weg. Aber das ist wurscht. So, genau, wir wollten ein paar NPCs. Erschaffen, genau. Ja, es ist halt nicht das stabilste Spiel, das muss man auch sagen. Es ist ein Steam Workshop, wen es interessiert. So, Waffen, genau, Waffen. Wir waren, glaube ich, eigentlich nur noch beim Set. Beim Set Nitikel. Ja, da ist eigentlich so, eine müsste eigentlich betäuben, aber die zweite stirbt. Die zweite tötet und die dritte verdampft. Genau. Gut, das war's eigentlich dann. Was wollte man noch? Ja, das da kann man eigentlich später immer noch zeigen. Das ganze Zeug, das wäre nämlich sonst zu viel. Okay, man kann einen Paddeljumper auf jeden Fall stellen, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig jetzt. Ja. Das ist der Anwaltcomputer. Genau, und jetzt hätte ich noch eine Frage an denen, die das schon kennen. Das Spiel, beziehungsweise schon voll die Experten sind. Es gibt ja die Möglichkeit, also, okay, ich baue es jetzt einfach mal so auf, so ganz grob, Stargate, Rampen, so, dann hier ein SG-1-Tor, dann was brauchen wir noch? Ja, eine Iris. Genau. Und jetzt machen wir es einfach ganz, ganz, ganz grob. Ja, das wollte ich natürlich jetzt nicht. So. So. Tisch. So. Und jetzt gibt es da die Möglichkeit, es gibt ja natürlich den Anwaltcomputer. Den Anwaltcomputer, sag ich, den Iris-Computer. So. Den gibt's, das weiß ich. Den kann man hier jetzt einfach drauflegen. So. Mit dem kann man die Iris öffnen und schließen. Und sogar mit einem Passwort versehen. So, aber es gibt ja auch diese Bildschirme. Wie bei der Serie Stargate, mit der Grafik vom Tor, wo alles eingeblendet wird, alle Informationen, das gibt's ja, das habe ich schon mal gesehen. Ich weiß leider nicht, wie man das macht. Beziehungsweise, das müssen wir irgendwie verknüpfen oder so, habe ich gehört. Aber wie macht man das? Bitte. Einfach, wer sich da auskennt, in die Beschreibung oder wir machen ein Video zusammen und erklärt mir das einfach. Das wäre richtig geil. Da können wir ein Video zusammen machen. Huch! Bleib hier! Okay, dann halt nicht. Ja, genau, das würde mich sehr freuen. Wäre richtig geil. Also ihr wisst doch, wenn ich das jetzt halt hier die manuelle Anwahl mache. Warum will das nicht? Das weiß ich immer noch nicht. Ja, natürlich, man könnte jetzt hier auch, das gibt's natürlich auch. Ich schaue mal, ob das jetzt geht. Es gibt nämlich auch Energiequellen. Ich weiß nicht, ob das mit einem, das mit einem Naquada-Generator funktioniert. Schauen wir mal. Ich weiß es nämlich nicht. Jetzt müssen wir jetzt das verbinden. Okay, es geht nicht. Okay, dann nehmen wir einfach, oder haben wir einfach keinen Namen zugeordnet? Oder ist es privat? Irgendwie, was war denn da? Nee, es ist nicht privat. Aber wieso kann ich dann hiermit nichts wählen? Brauche ich da Namen oder? Weil wenn ich jetzt hier draufklicke.
Oder brauche ich einfach ein DHD dazu? Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, ich bin noch der Noob. So, schau mal, ob es jetzt geht. Huch. Ja, also man braucht einfach. Nee, man braucht einfach ein Gate. Scheinbar. So, ich gebe ich das mal manuell ein. DHD. Ich gebe es jetzt einfach mal manuell ein. So, S. P. A. W. N. Adresse vergessen. Spawn 0. Spawn 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann. Ja, genau. Und dieses DHD ersetzt das die Raute, weil wenn man hier, also dieses Nummernzeichen, wenn man hier draufklickt, ist das der Startbutton. Und gleichzeitig auch die Nummer. Also man braucht eigentlich nur 6 Symbole plus dann das da. So, wählen wir es nochmal an. Genau. Okay, und jetzt zeige ich es euch nochmal, wenn man hier durchgeht, ist man tot. Genau, also, jetzt wählen wir es nochmal an, also wir schalten es nochmal aus, was ich euch zeigen kann. Und zwar, man kann das Gate ja normal anwählen. Dann gibt es eben diese Grafik, dass ja diese ganzen Chevrons, wie bei dem Minecraft-Let's Play, was ich gezeigt habe, da habe ich das so eine Videosequenz angezeigt. Das hätte ich gemeint, wie das geht, dass das so ein Bildschirm ist, wo da die ganzen Informationen zum Gate angezeigt werden. Wer das weiß, ja, in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, nächsten Part werden wir uns mal an einen Milchstraßen, an eine Raumstation, beziehungsweise erstmal an eine kleine Base, an eine kleine, ja, einen kleinen Bunker rantrauen und dann auch vielleicht mal eine Raumstation oder sonstiges. Ja, genau. Jetzt warten wir noch, bis das fertig ist mit dem Anwählen. Doch, das braucht doch 2 Chevrons. Deswegen hat SG1 auch immer so Probleme, weil ich kann hier jetzt einfach, naja, wenn ich es richtig machen würde. Ich kann es jetzt hier einfach ganz leicht überschreiben. Ja, und überschrieben. So leicht geht das. Deswegen hat das Stargate Center einfach riesen Probleme, weil sie eben diesen Anwaltcomputer haben. Er ist aber sicherer. So. Na, jetzt ist es ausgegangen. Naja. Egal. Und ja, dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Wie gesagt, nächstes Mal Part 2 gibt es dann eben, ich glaube, eine kleine Basis zum Bauen. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn ihr wisst, wie das geht, was ich meine, dann einfach in die Kommentare schreiben und sagt, haut rein, bis nächstes Mal, tschüss.